Ja, hallo, ich bin Nathalie Dedrö und ich bin 21 Jahre alt und ich habe hier ein Down-Syndrom. Und ich mache sehr viel im Internet, habe auch sogar eine eigene Webseite, habe Facebook oder sogar Instagram-Accounts. Und ich will halt Journalistin werden und auch damit mein eigenes Geld verdienen. Finde es auch gut, dass Menschen im Internet was von sich selber zeigen können und finde das auch inklusiv. Manchmal passiert aber auch Gewalt im Internet. Wie zum Beispiel, dass man hier ein bisschen Kommentare bekommt. Und auch manche haben auch Angst davor, was zu posten. Und da muss man ja eigentlich aufpassen. Da muss man ja keine Angst haben. Und da muss man auch darum kämpfen. Und auch, dass halt Gewalt im Internet verboten wird. Ja, ich habe noch keine Gewalt erlebt. Aber manche Menschen, die eine Behinderung haben, haben das erlebt. Und ich finde es selber nicht gut, vor allen Dingen auf Facebook und auf Instagram. Ja, jetzt wird eine Rechtsanwältin bei HateAid erklären, wie das mit den Gesetzen ist. Sie wird es erklären. Hallo Josephine. Hallo Nathalie, du hast recht. Gesetze, die im realen Leben gelten, gelten auch im Internet. Zum Beispiel unser Grundgesetz und unser Strafgesetzbuch. Alle dürfen im Internet fast alles sagen, es sei denn, es verletzt die Persönlichkeitsrechte von anderen Leuten. Es gibt nur ein Problem. Jede Plattform hat ihre eigenen Community-Standards und die machen es häufig schwer, die Rechte im Internet durchzusetzen. Die Regierung arbeitet aber derzeit an Lösungen, die es Betroffenen von digitaler Gewalt erleichtern, gegen Verfasserinnen und Verfasser von Hassrede vorzugehen. Was ist denn, wenn ich einen Wissen-Kommentar bekomme? Wie wird denn HateAid mir dann helfen? Kannst du mir das erklären, Josephine? Wenn man gegen digitale Gewalt vorgehen will, geht das entweder über das Strafrecht oder das Zivilrecht. Beim Strafrecht ist das Ziel, dass der Staat die Täterinnen und Täter bestraft. Beim Zivilrecht werden die Betroffenen selbst aktiv und haben zum Ziel, zum Beispiel eine Geldentschädigung durchzusetzen. Das heißt, wenn du möchtest, dass ein Hasskommentar gelöscht wird oder du eine Geldentschädigung für eine besonders heftige Beleidigung bekommen möchtest, dann klagst du auf zivilrechtlichem Wege direkt gegen die Täter und Täterinnen. Dazu ist es wichtig, einen Anwalt oder eine Anwältin zu haben, die einen dabei unterstützt. Ja, wird dann diejenige bestraft, wenn der einen bösen Kommentar geschrieben hat? Es geht darum, dass die Straftäter und Straftäterinnen bestraft werden. Sie sollen lernen, dass man so etwas nicht macht. Und andere Menschen sollen davon abgehalten werden, selbst straffällig zu werden. So können wir alle friedlich zusammenleben. Kann anders als beim Zivilrecht nicht nur die betroffene Person, sondern jede Person, die von der Straftat weiß, machen. Hier gibt es allerdings Ausnahmen. Die Beleidigung zum Beispiel ist ein sogenanntes Antragsdelikt. Das bedeutet, dass ein Strafantrag nur durch die beleidigte Person selbst gestellt werden kann. Ja, und was ist, wenn ich mir nicht so sicher bin, ob Strafrecht oder mit dem Zivilrecht? Dich immer an HateAid wenden und wir lassen das für dich prüfen. Was kann ich denn sonst machen, wenn es trotzdem böse Kommentare gibt im Internet, die wegen meiner Behinderung gibt, Josephine? Da würden wir erstmal einen rechtssicheren Screenshot machen, auf dem man nicht nur den Kommentar, sondern auch Datum, Uhrzeit und vor allem auch den Zusammenhang sehen kann. Danach kann entweder bei der Polizei oder bei der Staatsanwaltschaft eine Strafanzeige erstattet werden. Und die Anzeige könntest sowohl du als auch wir oder irgendwelche anderen Personen, die von der Straftat wissen, erstatten. Danach hast du als Betroffene 3 Monate Zeit, einen Strafantrag zu stellen. Denn nur wenn du das tust, wird im Fall eines Antragsdelikts, und dazu zählt die Beleidigung, auch ermittelt.
Die Polizei nimmt ihre Ermittlungen auf und die Staatsanwaltschaft entscheidet dann, ob die Ermittlungen weitergeführt werden. Je nachdem, zu welcher Entscheidung das Gericht am Ende kommt, gibt es eine Verurteilung oder einen Freispruch. Nicht nur du, sondern wir alle haben etwas davon. Denn wenn die Menschen, die Hass im Netz verbreiten, bestraft werden, dann schreckt das andere ab, selbst Hass im Netz zu verbreiten. Ja, heute spreche ich mit Severin und er ist ein Rechtsanwalt für die Medienrechte. Und ich weiß, dass er viel über soziale Medien weiß und erklären kann. Jetzt weiß er auch, wie eine Anzeige abläuft und was man da alles machen muss. Grüß dich, Nathalie. Schön, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Um eine Strafanzeige aufzugeben, gibt es grundsätzlich unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst einerseits zur örtlichen Polizeidienststelle gehen und dort die Strafanzeige aufgeben, wirst dort auch normalerweise durch freundliche Polizeidienstmitarbeiter unterstützt. Wenn dir das aus irgendwelchen Gründen aber unangenehm sein sollte oder die Polizeidienststelle zu weit weg ist, kannst du beispielsweise einen Brief schreiben, eine E-Mail oder einen Fax, wo du den Sachverhalt genau schilderst. Da du bei der Aufgabe der Strafanzeige nicht immer von einer Beamtin befragt wirst, je nach dem Kanal, den du auch wählst, solltest du den Sachverhalt möglichst genau selber schildern. Und wenn du dich wohler fühlst, nimm ruhig eine Begleitperson, einen Freund oder eine Freundin mit zu der Polizei. Du musst sagen, was ist passiert, wer ist betroffen, wann kam es zu den möglichen Verstößen und dort das auch so klar formulierst, dass es vielleicht auch ein Dritter nachvollziehen kann, der nicht genau dieses Hintergrundwissen hat, wie du das hast als Betroffener. Parallel zum Strafverfahren kannst du grundsätzlich auch als Betroffener ein Zivilverfahren gegen den Täter anstrengen. Wenn du das beabsichtigst, kann es unter Umständen sinnvoll sein, dass du mit deiner Anzeige unmittelbar zur Staatsanwaltschaft gehst. Der Vorteil wäre in diesem Fall, dass du dann ein Geschäftszeichen der Staatsanwaltschaft bereits erhältst und nicht bloß ein Aktenzeichen der Polizei. Ja, von der Josephine weiß ich jetzt, dass jeder eine Strafanzeige erstellen kann, richtig? Und den können nur die Betroffenen stellen? Genau, auch den kannst du wiederum bei der Polizei oder der Staatsanwaltschaft einreichen und zwar in Schriftform. Das bedeutet, das Dokument muss deine handschriftliche Unterschrift im Original aufweisen. Dabei solltest du auch wieder darauf achten, dass du sämtliche wesentliche Aspekte des Tatvorwurfs schilderst, so dass es für einen Dritten gut nachvollziehbar ist.